Konnichiwa, Freunde des Dark Modes, und willkommen zu einer weiteren Folge The 3000th Duel. Wir sind im schneeigen DLC-Gebiet und wir haben letztes Mal die Map-Taste verloren. Okay. Ich sehe die andere Map irgendwie nicht mehr. Warte. Das war die richtige Taste, oder? Na, ich darf sie nicht lange drücken, okay. Da, hier irgendwo war ein Boss. Hier. Da war ein Boss. Glaube ich. Doch, hier. Genau. Ja, auf jeden Fall haben wir einen Boss gefunden. Mal wieder. Und, ja, ich würde da jetzt gern hingehen. Wir gucken einfach mal, wie wir performen. Auf jeden Fall ist der Weg schon mal richtig ekelhaft. Was zur Hölle haben wir für eine Kult ausgerüstet? Ach so. Ah, ich weiß, was es ist. Okay. Ja. Volle Heilung. Ich glaube, aufleveln können wir nicht nochmal. Ein paar Engel. Du siehst verdammt cool aus. Moons Exiled Child. Moons verbanntes Kind. Okay, alles klar. Ich sehe schon. DLC-Boss sind nicht lustig. Das war ein super erster Try. Not gonna lie. Gotta do it again. 10 vor 10. Ja. Der Weg dahin ist ein bisschen nervig. Ich weiß nicht, ob es einfacher wäre, sie einfach zu töten, aber ja. Okay. Ja. Was machst du? Ich würde mich gern heilen. Kann ich da hoch? Nee, ich kann nur hier stehen, okay. Ich kann nicht ganz nach oben, aber zumindest hilft es mir, über dich drüber zu springen. Da muss ich mich ducken. Ah, okay. Ich muss mich ducken, wenn sie ihren Strahl macht. Never mind. Und hier macht sie ihren Strahl auch um. Oh mein Gott. Also ich kann euch versichern, das wird noch richtig nervig. Okay, an ihr dranbleiben kann ich auch nicht. Dann bin ich einfach auf Schnauze. Und es zieht mir MP. Wow. Was kann dein dummer Angriff nicht? Oh mein Gott. Okay, ihre Mechaniken sind sehr uncool. Muss ich mal sagen, weil, boah, ja, gut, ne? Ja, das wird schon. Das ist einfach wieder so ein Boss, den man wahrscheinlich ein bisschen lernen muss und dann geht er, denke ich. Konnichiwa, hier ist Secrecy aus dem Schnitt. Es war kein Boss, den man lernen musste und dann geht er wahrscheinlich. Es war die absolute Hölle auf Erden. Ich habe es irgendwie insgesamt 6 Stunden versucht, ihn zu bekämpfen. Habe mehrfach aufgelevelt. Ich weiß nicht genau, was davon jetzt alles im Video ist. Aber ich habe auf jeden Fall, ich glaube, 15 bis, ja, ungefähr 15 Level gemacht. In Damage vor allem. Und auch in Leben. Habe ziemlich lange gefarmt. Weil das Problem war auch, dass ich nicht mehr zurück zum Händler kam. Oder zu den, ja, Auflevel-Typen, also Schmied, mehr oder weniger. Einfach aus dem Grund, dass ich kein Portal dahin hatte und die Händlerrückkehrsteine nicht funktioniert haben. Und ja, ich habe euch das mal zusammengeschnitten. Ich hoffe, es ist einigermaßen okay, weil ich hatte halt wirklich Stunden Aufnahmematerial und ich konnte das nicht alles da drin verarbeiten. Das wäre viel zu lang geworden. Also, ja. Enjoy! Okay, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, an ihr dranbleiben bringt was.
Solange ich meine Ausdauer einigermaßen gut regeneriere. Okay, sie kann das auch mit dem Spin. Ja, sie kann auch im Schlag ihre Richtung wechseln. Das finde ich nicht cool. Oh Mann. Dieses, dass sie in eine Richtung schlagen und dann plötzlich doch in die andere. Das habe ich schon bei dem Endboss vom normalen Spiel echt sehr beschissen gefunden. Was mich halt nervt an dem Spiel, ist wie gesagt dieser Boss-Rush. Und ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, dass man halt nicht aufleveln kann. Also es bringt mir halt nichts mehr oder weniger, als hier Seelen zu farmen und dann aufzuleveln. So im Gegensatz zu irgendwelchen Souls-like-Spielen. Anstatt halt nur Souls-Light. Weil, ja, also ich komme halt nicht weiter mit dem. Och nee, ich hasse sie jetzt schon. Also wirklich, der Boss ist Krebs. Boah, wie eklig können wir einen Boss machen, ja. Boah, Gott, ich hasse sie. Also ich hasse sie wirklich. Ich hasse sie wirklich extrem. Wie ist das denn gedacht? Okay. Sie hat noch eine zweite Phase. Ja, klar. Wie? Man kann nur ihren Kopf angreifen. Genau! Sonst noch irgendwas? Ja, sie kann auch noch 10 Kilometer weit hoch springen, okay. Ja, Entschuldigung, das hätte ich natürlich. Damit hätte ich natürlich rechnen müssen. Oh mein Gott. Boah, ey. In was für eine Hölle bin ich denn hier reingeraten? Wie gottlos ist das bitte? Also, boah, nee. Ich kann nichts machen. Ich komm nicht von ihr weg. Es ist. Oh mein Gott, ist sie schrecklich. Also mit ihr, muss ich sagen, hat das Spiel wirklich angefangen, mir keinen Spaß mehr zu machen. Also das ist wirklich nicht mehr schön. Ich habe wirklich keine Freude da gerade dran. Ich fühle mich halt so wie als wäre ich in Dark Souls oder in Elden Ring oder so richtig krass unterlevelt. Aber die Sache ist, ich kann halt auch nichts dagegen tun. Also ich kann nicht wirklich aufleveln. Es bringt mir einfach nichts. So, wir haben es ja bei den anderen Bossen auch schon gesehen. So, ich kann mich dumm und dämlich leveln und halt wirklich Stunden damit verschwenden, Seelen zu farmen. Aber ich komme nicht weiter im Endeffekt. Ja. Das hat gar keinen Sinn. Wie ihr seht, selbst der schwere Angriff. Guckt ihr das an. Also selbst das macht ihr so gut wie gar keinen Schaden. Ich bin wirklich kurz vor Aufgeben. Also es ist das erste Mal, dass ich wirklich sage, ich möchte diesen Boss nicht bekämpfen. Ich kann ihre Angriffe auch nicht baiten. Das ist völlig random, was sie macht. Wenn sie mehrfach hintereinander ihren Strahl macht, dann werde ich einfach zwangsläufig getroffen. I don't know where this goes, but... Oh. Ja, keine Ahnung. Ich komme absolut nicht weiter. Wir leveln mal auf oder so. In der Hoffnung, dass das irgendwas bringt, früher oder später. Letzte Riten. Ja. Was ist letzte Riten? Steht nirgendwo, okay, alles klar. Ja, ich glaube, das hilft uns. Lanzenartige Waffen helfen uns gar nicht. Aber wir müssen hier hochskillen. Okay. Ja. Wir haben jetzt noch 2 Skillpunkte hier. Und noch eine Menge hier.
Ja, ich melde mich, denke ich, sollte ich nochmal aufleveln oder sollte sich irgendwas beim Boss verändert haben. Tja, na, bis dann. Junge. Oh mein Gott. Eine ganze Woche. Stunden meines Lebens. I can't believe. Oh, ich habe einfach nur drauf geprügelt zum Schluss. Oh, ich hab einfach keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich hab, glaube ich, das richtige Tempo gefunden am Schluss. Irgendwie den richtigen Rhythmus, um den Angriffen der Rüstung auszuweichen. Luck. Sehr viel Luck bei dem letzten. Boah, Junge. Das war ein absoluter Krampf. Bitte sagt es mir, Vertriebener. Denkt er immer noch an mich? Ja, bestimmt. Ah, mein lieber Louis, meine Liebe, meine Seele. Ich sehe es. Ich kann ihn sehen. Schluchz. Hör weiter zu. Hast du das brennende Herz? Das kann diese verfluchte Kälte rückgängig machen. Hab Erbarmen. Verschone mich bitte vor diesem Schicksal. Ich verschone dich vor gar nichts. Du hast mich 6 Stunden oder so, hast du mich, meine Lebenszeit, hast du mir geraubt. Sag nein. Oh, bitte. Bitte sag mir, dass es nicht so ist. Schluchz. Ja. Er denkt bestimmt an dich. Was ich erst später gerafft habe, das hier, also wir haben ja so eine Storyline bekommen, dass irgendwie. Ich weiß nicht genau, wer es war. Ich nehme an, dieser Endboss von dem.
von dem normalen Game. Hat wohl irgendwie Experimente gemacht oder so und da wollte er irgendwie den ultimativen Krieger oder so erschaffen. Und die sind halt mehrfach missglückt und da kamen diese komischen Wandkrabbelviecher dabei heraus. Und es gab ja, es wurde ja gesagt, eins ist irgendwie geglückt und das ist halt dieses Kind des Mondes und das ist der Boss, den wir da gerade bekämpft haben. Also es ist wohl so der ultimative Warrior gewesen hier. Kein Wunder, dass wir sie irgendwie nicht tot bekommen haben für 500 Jahre. Oh mein Gott. Ich, ja. Erinnerung, das vergiss mal nicht. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Ein junger Mann mit silberblonden Haaren, der nie an das Schicksal glaubte, verliebte sich auf den ersten Blick, als wäre es Schicksal. Obwohl sie aus einer unteren Schicht stammte, verliebte er sich stark. Aus ihren Augen leuchtete eine edle Seele. Sie versprachen durchzubrennen, da ihre Liebe niemals von seiner Familie akzeptiert werden würde. In dieser Nacht scheiterten sie. Als er am Turm ankam, war sie bereits angegriffen worden. Als sie starb, sah sie ihm in die Augen und flüsterte: "Mein Liebster, bitte vergiss mich nicht." Okay. Sie war das wohl irgendwie, die da, weiß ich nicht, zu dieser Rüstung da gemacht wurde. Ja, anscheinend hatte das noch mehr Lore. In dem, keine Ahnung, irgendjemand hat Experimente gemacht und die, die das Experiment getroffen hat, war halt diese Verliebte da. I don't know. Okay, was ich mir jetzt frage, also wir könnten auf jeden Fall unsere Waffe upgraden gehen, das würde ich auch gleich machen. Ja, okay, nein, das machen wir jetzt direkt, okay. Vergesst es, wir machen es direkt, weil ansonsten bin ich wieder irgendwo in der Pampa und dann darf ich wieder nirgendwo hin. Also ich weiß nicht, ob das drin war im Let's Play, weil ich habe sehr viel rausgeschnitten, weil ich einfach 6, 7, 8 Stunden Videomaterial hatte, wo ich nur versucht habe, diesen Boss zu kloppen und gelevelt habe und so und das macht einfach absolut keinen Sinn, das alles zu behalten. Meine Festplatte war auch zwischendurch voll. Like, ja, hätte ich auch keinen Bock auf irgendwie 7 Stunden in komplett Full HD aufgenommenes Videomaterial. Also, die Sache ist, auch wenn das jetzt hier 1080p ist, mein Aufnahme ist ja trotzdem in 2048p. Und die Sache ist einfach, dass das halt super, super schnell vorläuft bei der Festplatte dann mit, also das sind dann schon mal so 100 Gigabyte teilweise instant voll mit paar Stunden Videomaterial. Also ja, deswegen habe ich nicht alles behalten, was ich aufgenommen habe. Okay, wir können das hier verbessern. Ja, ich würde den schon. Ich überlege. Ja, komm, wir verbessern einfach. Ich habe 15 Pionierkontrakte. Ja, stimmt, die haben diese Dinger da gedroppt, ne? Ja, können wir machen so. Passt das? Ja, diese Dinger, die sich auf die Slam-Dunken drauf vor dem Boss, habe ich ja irgendwie 500 Mal gefarmt und deswegen habe ich da irgendwie so viele. Ich weiß nicht, ich denke, ich habe es gezeigt, dass ich irgendwie eine halbe Million Seelen gefarmt habe oder so. Ja, ich würde gerne das hier verbessern. Ja. Okay. Was haben wir jetzt hier neu bekommen? Das hier, ne? Ein eiskaltes Breitschwert. Es hat Emotionen und er trägt den Fluch der Kälte seines Meisters. Es ist ein geheimnisvolles Schwert, das sich aufgrund der Gefühle seines Meisters verändert. Das hier, ne? Alter. Da ist ein Klopper. Das hatte sie, glaube ich, ne? Das müsste ihre Waffe sein. Gucken. Also ich weiß auf jeden Fall, das ist ein Breitschwert, was wir bekommen haben. Und das ist es nicht. Ja, müsste das hier sein. Ach, warte, ich sehe das doch an der. Ja, die sind alle schlechter, also tatsächlich ist es das. Das ist mega cool.
Breitschwerter sind ja meine Favorite-Waffen grundsätzlich in den meisten Games, tatsächlich. Das heißt, wir haben jetzt endlich wieder ein cooles Breitschwert. Das freut mich sehr. So, Bre. Wir verkaufen jetzt erstmal eine Menge Mist an dich, okay? Sehr gut. Das braucht keiner. So viel. Ja gut, 3 können wir davon behalten. Ausdauerpulver benutze ich tatsächlich ab und zu mal. Ja gut, das sind alles Upgrade-Materialien, die können wir auch gerne behalten. Ja. Hier, da, das andere Parfüm können wir auch verkaufen. Ich benutze die nie. Außerdem, die Sache ist irgendwie so, Upgrade-Materialien schön und gut. Aber, ja, es ist halt so unberechenbar, wenn man einen Boss schafft oder nicht. Deswegen ist es eigentlich nur wasted. Ah, ich darf die Contract doch gar nicht verkaufen. Ja, das ist natürlich blöd, ne? Okay. Deswegen ist es einfach nur wasted, wenn man die nicht verkauft, wollte ich sagen. Wenn man die benutzt. Ja. Was? Du bist von einer Zeitreise in die Zukunft zurückgekehrt? Du steckst voller Überraschungen. Wie war es? War die Welt immer noch ein düsterer Ort, der von dunklem Karma verdreht wird? Habe ich, der große Pionier, die Welt verändert? Bro, du hast mich angegriffen. Oder irgendeine sehr komisch dunkle Version von dir. Ich erzähle dir eine positive Geschichte, okay? Ja, danke. Menschliche Gier brachte dunkles Karma hervor und Menschen verwandelten sich allmählich in Monster. Sobald meine Forschungen zur Reinigung von Karma abgeschlossen sind, werden wir in der Lage sein, diese schreckliche Welt in Ordnung zu bringen. Okay, ja, dann mach mal, Bro, I guess. So, ich gehe jetzt wieder darüber. Gucken, was hier abgeht und ein bisschen Arsens stiften, ne? Ja, let's go. Chillt mal, ich will mein Schwert ausprobieren. Oh. Das macht schön Schaden. Ja, ich glaube, es gefällt mir. Es ist halt nicht mehr so schnell wie das alte. Aber dafür habe ich eine Reichweite. Guckt euch das an. Kommt nicht immer an mich hin. Get fucked. Irgendein Lichtstrahl. War da nicht noch irgendwo irgendwas? Ja, da oben. Okay. Kommen wir da jetzt weiter? Wenn nein, wäre das ein bisschen dumm. Kommen wir nicht. Hä? Aber wo müssen wir dann weiter? Warum? Hier ist ein aggressiv blinkender Kristall auf meiner Karte. Der blinkt auch aggressiver als alles andere bis dato. Also ich würde sagen, wir gehen mal dahin und gucken mal, was da abgeht. Wir sehen uns gleich da wieder, Leute. Okay. So, that is what happened. Oh nein! Oh mein Gott, das ist jetzt er, der auch gecursed wurde, oder was? Ah, Maria. Meine Liebe. Ich habe dich nie vergessen. Louis dann, ne? Ja, take that. Redemption from Wheel. Kernfähigkeit Tauchen erworben. Was zur Hölle? Erstmal Grabstein kaputt machen. Okay, warte, was passiert hier gerade? Kannst Gebiete unter Wasser erkunden. Aber hier war nirgendwo Wasser. Where the fuck? Wo war denn bitte Wasser? Was für Wasser? Hier ist irgendwie noch ein Weg. Okay, hier oben auch. Ich gehe mal nochmal zurück ins Stadtgebiet. Guck mir das an. Weil ich bin mir 100% sicher, dass hier nirgendwo Wasser war. Also in diesem Schneefeld der Vertriebenen da kommen wir ja nicht weiter. Und irgendwie, also ein Lichtstrahl klingt für mich jetzt nicht unbedingt, als müsste ich da tauchen oder als würde mir der Tauchen irgendwas bringen. Ja, ich suche mal ein bisschen, ne?
Okay, also hier ist auf jeden Fall eine Wand mit einem Hebel, wo wir noch nicht hinkommen. Beziehungsweise ich wüsste gerade nicht wie. Okay. Means, wir versuchen es nochmal da. Also Leute, wir haben tatsächlich Wasser gefunden. Das heißt, ich nehme stark an, hier geht's weiter. Ja, doch ich erinnere mich, dass tatsächlich wir hier irgendwann mal waren. Übrigens, das Tauchen ist sehr super. Es ist einfach genauso wie Laufen, nur mit einer etwas langsameren Physik. So, aber wie es dann hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Ich glaube, wir haben tatsächlich doch einiges in der Folge geschafft. Zumindestens, ja, einen Boss, an dem ich wirklich stundenlang saß und einfach nur verzweifelt bin. Also ich muss sagen, gegenüber dem Boss waren wirklich alle Elden Ring-Bosse, die ich bis dato im Stream gemacht habe und auch offstream in Elden Ring, Baby. Also der war ja wirklich die pure Hölle. Naja, beim nächsten Mal gucken wir uns dann das Unterwassergebiet an. Und falls ich es noch nicht getan habe, würde ich mich über ein Like, Kommentar oder auch Abo sehr freuen. Folgt mir auch auf Instagram. Da gibt's alle Updates zu meinem Content. Und ansonsten hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dann. Tschüss.